Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben beim letzten Mal irgendwelche Anhänger freigeschaltet und es wird genau jetzt gerade angezeigt. Sie begleiten uns offenbar auf manche Questen. Machst du selbstständig was oder rennst du uns einfach nur hinterher? Ich lass dir mal das simple Lebenspulver. Ach, die scheint mir hinterher zu rennen. Ja, aber heute neues Monster der Blutbeschalt und wenn ich es nicht vergesse, hier die Bilder. Ba-ba-da. Ach Gott. Ja! Yeah! Ich hoffe, ihr seid wieder dafür, dass ich das bessere Bild habe. Wieso sagst du wieder? Wer sagt denn, dass du die letzte Runde überhaupt gewonnen hast? Ich denke einfach im Voraus, ich hoffe es. Ich weiß es nicht, ich weiß ja noch nicht mal, welches Bild du reinschickst. Wir sind noch in einer Aufnahmesession. Wir haben gerade die dringende Quest mal wieder freigespielt. Wie ihr seht, habe ich mir die Hermitauer-Waffe gemacht. Also die waren ja recht nett zu dem Bombacci, ne? So, ich sammle ein bisschen Erlitze. Also die Waffe, die ich jetzt gerade habe, die hat irre viel Munition. Oh, man brennt ja richtig gut bei dem. Wir kriegen keinen abgezogen, wenn sie stirbt, oder? Nee, stand drin. Die Quest scheitert nicht, wenn sie drauf geht. Wow. Feuer tut weh. Ja, muss ich auch schon kennenlernen. Komm. Ich kann dem so viel Munition reinhauen, das ist wunderschön. Der wirft mit brennenden Kastanien. Der macht Beyblade? Das haben die anderen auch gemacht. Hat der normal auch gemacht. Nee, dass sich die Tanzapfen haben sich gedreht. So. Ha, das hat noch funktioniert. Hast du dir eben kurz das Vieh da oben geholt? Yep. Eigentlich hatte ich... Ja, der Kulu kommt hier rüber. Ich komme ganz langsam näher. Aua, der macht mir gerade meine Nebenquest. Ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen. Lass mich bitte. Falsche. Ich habe die falsche Fähigkeit. Also der Blutbeschaden, der sieht ja auch richtig gut aus, ne? Mhm. Einfach nur der normale Bischad in Rot. Das ist aber bei den Unterarten immer so, dass die eigentlich keine große Änderung aufweisen. Darf ich den bitte reiten fürs Zeigen? Wozu reiten? Willst du ihn nicht reitbar machen? Ne, der berittene Rächer macht mehr Schaden. Schnell die Shiny Drops einsammeln. Ja, wir haben ihm was gebrochen. Hilfe! Das ging gerade so an mir vorbei. Aua! Wie, der kann Feuer spucken? Stand doch drin. In der Questbeschreibung, dass der Feuer speit. Tut mir leid, ich kann nicht lesen. Tuchfalter. Zack. Wieso kannst du überhaupt so laut schreien? Oh, warte, da müssen wir auch einmal reinprügeln. Die haben es getan, dann müssen wir es auch tun. Ja,
Ich habe ihn einen Bombacci ins Gesicht geworfen. Als ob du mich genau danach getroffen hast. Aua! Der ist gemein. Die war perfekt. Die Blitzbombe hat schön gesessen. Da konnte ich ein Würstchen grillen, so nah war das. Wieso? Muss nachladen. Ist aber praktisch, dass sie bei manchen Questen dabei ist. Ist die Frage jetzt generell oder nur bei so dringenden Questen? In dem Infokasten stand drin, dass die uns manchmal bei irgendwelchen dringenden Quests begleitet. Warum nur bei den dringenden? Warum kann sie nicht immer helfen? Ich mach mir das Leben leichter. Dann haben wir einen mehr, der ihr die Prügel einstecken kann. Oh, wie ist er denn in die Falle gekommen? Wo kam die Falle her? Ich glaube, die Fiora kann auch Fallen legen. Nein, da stand auch mit bei, was die macht. Hab nicht alles gelesen. Erstmal den Bodenteiler. Und dann schnell den. 750 Schaden mal eben kurz gedrückt. Der miauliche Damm, den haben wir vor kurzem freigespielt. Wasserpest, danke Katze. Sehr praktisch. Ich habe noch ein Foto frei, ich will eine finden. Diese Fähigkeiten bei diesen fünf Nebenquest-Katzen hier, die ich gezeigt habe, die sind für alle aktiv. Also für euch Zuschauer. So, ich habe meine drei Fotos jetzt gerade gemacht. Ich muss Bets nicht prall ab. Ja, mach das. Ich gehe mal eben den Pokal besuchen, ne? Ich will sehen, was der kann. Lass mich gucken. Ich will wissen. Lass uns nicht in Unwissenheit. Okay, der normale X, da wirft er seinen Zapfen. Mit dem normalen A schmeißt er sein. Springt damit zwei Zapfen hoch und schmeißt sie auf den Boden. Und mehr konnte ich nicht machen, weil mir sonst der Timer ausläuft. Ey, ich bin gegen den Pukai gerannt. Ich wollte den Pukai reitbar machen. Dort das nicht funktioniert. Der wollte nicht. Der streikt heute. Blödes Vieh. Da kommt meine Lostrommel. Bop, bop. Schack. Es ist Jubeltanz. Ich habe ja was anderes freigeschaltet. Ich weiß nicht mehr, was der Jubeltanz tut. Ich glaube, dass sich deine Ausdauer langsamer leert. Ja, die leert sich so gut wie gar nicht. Nützlich. Warte mal, hier auf dem Weg lag irgendwo die Puppenspieler. Da. Ich hab sie. Ich donner den jetzt gegen die Wand. Jetzt lernt der fliegen. Der lernt fliegen. Ah, ich weiß, wo er sein Feuer herkriegt. Der frisst Bombajis. Ich habe ihn in die Wand gedonnert. Wir müssen auch gegen einen von den Käfern an der Wand zimmern können. Ich habe nicht gesehen, wo sie sind. Der Vorteil ist, das Viech hat keine dämlichen Früchte, die einem überall rumfliegen. Ach, das war beim normalen Bichat ein bisschen nervig, aber war auszuhalten. Ja, machen wir. Machen wir, Fiora, keine Sorge.
Ja, wir beschützen Kamera zusammen. Wir haben das alleine gemacht und wir schaffen das auch noch mit dir. Der Flammenbeschaden, also der Blut, der ist jetzt nicht so krass. Würde ich jetzt mal so frei ins Blaue jetzt hinaus posaunen. Nee, wir hatten schon schlimmere Gegner als den hier. Ich muss mich mal eben hinter der Mauer verstecken, ich muss mal schärfen. Ich habe dafür einen kleinen Trick zum Schärfen. Ich kann hier ein paar Erlitz einsammeln. Ich brenne! Lass das! Hör auf, Sachen an mir zu werfen. Der hat einfach mal das Tor eingerannt. Ja, das machen die häufiger mal. Verdammt, wieder zu langsam. Ich wollte die Blockklinge gerade machen. Habe ich keine erste Hilfe mehr? Halleluja! Wieder zu langsam. Ich will auch nur ein Foto davon machen. Hast du dein drittes Foto noch nicht? Nein, ich krieg das nicht hin. Ich weiß, was ich fotografieren will, aber ich bin zu langsam. Was genau willst du denn fotografieren? Wie der diese Flammenwelle macht oder was? Beyblades. Als ob ich dir jetzt sage, was ich fotografieren will. Ich habe meine Fotos eh schon gemacht. Ich will den Flammenatem fotografieren, möglichst wenn er auf seinem Schwanz steht. Ja, das ist auch was Wunderschönes. Das würde ich auch fotografieren wollen. Ich habe aber meine Fotos schon verballert. Ich habe jetzt zumindest ein Bild gemacht, aber das ist nicht schön. Das werde ich nicht benutzen. Wir haben den Blutbeschaden erledigt. Ja, Leute. Der war easy. Das war ein Lutscher. Keine große Kunst. Oh, guck mal, die ist ja mit im Bild. Was ist? Die taucht auch bei mir im Bild mit auf. Die hat ein geiles Schild. So ein geiles Schwert- und Schildset, das die trägt. Falls jetzt keine Sequenz kommt, sage ich hier mal eben kurz schon mal schau. Ja, danke fürs Zuschauen, Abo und ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Wenn eine Sequenz kommt, seht ihr das ja jetzt.